freue mich nach dem Lockdown drauf, endlich mal wieder Freunde zum Grillen einzuladen und sich einen schönen Abend zusammen zu machen, und zwar so lange man will. Ich freue mich auf den Moment, in dem wir wieder als Gemeinschaft unsere Stadt und unseren Verein nach vorne bringen können. Wenn die Pandemie vorbei ist, dann freue ich mich auch wieder außerhalb des Dienstes mit meinen Kollegen Zeit zu verbringen, bei einem gemeinsamen Grillabend oder einer gemeinsamen Fortbildung. Ich freue mich drauf, dass ich bald wieder mit meiner Familie frühstücken kann und dass die Friseure bald wieder öffnen. Am meisten freue ich mich darauf, wenn hier in meiner Werkstatt wieder Schüler sind und ordentlich Lärm machen. Ich freue mich, wenn wir 2021 endlich wieder vor unseren Fans und vor ausverkauften Hallen spielen können. Ich freue mich auf Gesichter, auf Lachen, auf Umarmungen, auf Hände, auf Berührungen, auf Gerüche, auf Stoffe, auf Klänge, auf Worte und all das von Mensch zu Mensch. Ich freue mich sehr darauf, am Ende der Pandemie wieder mit meinen Kollegen auf der Bühne zu sitzen und für das Publikum gemeinsam Musik zu machen. Ich freue mich darauf, endlich wieder ohne Maske Alltagsleben teilzunehmen. Ich freue mich am meisten auf Premierenfeiern mit meiner besten Freundin. Ich freue mich darauf, dass, wenn die Pandemie vorbei ist, ich hier nicht mehr alleine sitzen muss, sondern der Saal gepackt voll ist mit vielen Live-Musik begeisterten Menschen und wir den Nürnberger Symphonikern bei einem Konzert zuhören dürfen, an dessen Ende wir allen einen großen, dankbaren Applaus spenden. Darauf freue ich mich. Ich freue mich auf den Neustart voll Kultur, auf das erste Konzert wieder live, auf den Moment, wenn die Lichter ausgehen und die Menschen, die zuhören, sich wieder darauf einlassen wollen, auf diesen Moment.